Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu David vs. Josh. Unser neues Format, in dem wir uns battlen, mit dabei natürlich der Josh. Hi. Wir fangen an mit fucking Wrestle Jump. Das geilste Flash Game aller Zeiten. Fucking ist im Namen nicht inbegriffen. Doch. Obwohl, ja, gut. Wir machen Best of Seven. Das heißt, wer zuerst vier Runden gewonnen hat, der gewinnt. Das ganze Runde, die ganze Runde, den allerersten Part, das wird natürlich ich sein. Wer weiß. Um eine Runde, also um einen Punkt zu ergattern, muss man fünfmal gewinnen, aber das werdet ihr gleich alles sehen. Ja. Du musst nur einmal drücken, so, okay. Und jetzt geht's los. Also, wer WrestleJump noch nicht kennt, das Einzige, was man hier machen kann, ist das mit, Bein ausstrecken. Genau. Mit W, also ich mach mit W, ich bin der rote Typ, Josh ist der blaue. Ja, nein! Die erste Scheiße! Wow! Also, wow! Also, das Einzige. Das viele ja, so, was ist das denn? So bleiben wir jetzt. Ja, genau. Das Warte war's an. Für heute. So lange, bis ich erklärt habe. Also das Einzige, was man machen kann, ist mit der W oder der Pfeiltaste nach oben eben das Bein ausstrecken. Und damit kann man den Gegner dann irgendwie wohin zwingen. Man hat übrigens nur ein Bein und einen Arm. Wie das und beide zusammen haben einen Arm. Das Ziel ist es eben, den Schädel des Gegners. Nein! Das Spiel ist offiziell das geilste Spiel. Nein! Das ist einfach. Nein, jawohl! Nein, ja, du gewinnst, ne? Es geht weiter. Das Ziel ist, den Kopf des Gegners gegen die Wand zu dreschen. Das gibt's oder ja nicht. Oder den Boden, also irgendwo gegen. Wie das halt beim normalen Wrestling ja auch der Fall ist, ne? Einfach den Kopf irgendwo dagegen hauen. Alter! Ja. So, erste Runde geht an mich, ne? Ein Punkt für den Dieb. Ein Punkt für Josh, den alten Cheater. Und jetzt zeig ich dir mal, wie man richtig WrestleJump zockt, Alter. Was ist da los? Siehst du, Alter, Red Scores, was ist da los? So, jetzt kriegst du Feuer und dann. Alter! Jawohl! Das war jetzt aber wirklich eine Millisekunde, ne? Das war natürlich alles so geplant. Eine Milliminute war das. Wow! Es geht weiter. Wow, Schatz, so, das kommt davon, wenn man zu viel lacht. David hatte die Hand noch nicht an der Tastatur, aber ich musste drücken, sonst wäre ich ja gefallen. Ah. Ja, das ist das Ding. Mexican irgendwas hieß das. Du hast dich die erste Runde nur schlecht gestellt. Ja, natürlich. Ich sag ja. Ich hab dir extra irgendwie, dass du denkst, du hast eine Chance und dann komm ich mit meinen Assis Scheiße. Ja, ja, jetzt steht's unentschieden. Gut. So, und jetzt? Bleiben wir hier, ne? Tie-up. Wer gewinnt? Battle of the Year. Bam! Wow, das war... Komm! Nein! Nein! Dann mach doch... Ja! Fuck! Yes! Alter, war das eng. Ja, das war echt knappe so, Runde. Machen wir gerade eine Runde. Ja, ich mach gerade so. Und... Ja, chill mal. Alter, meine... Voll die... Das war German Slam, Mann. German Slam. Aber da steht einfach immer nur irgendein Bullshit, also... Also das hat kein... Nee, scheiße. Monkey Roll, naja, es war eine Rolle. Ja, aber das... Da ist der Punkt. Ach nein! Fuck! Das... Das ist normalerweise die Map, bei der man nicht verlieren kann. Wenn man der obere ist, scheiße. Aber das ist fast geschafft eben. Ja, ich hab's halt drauf. Ich bin. Oh, oh ja. Rotz. Bier DDT. Oh. Das ist die geilste Map. Alter. Das ist der Ring of Death. Ah, fuck. Aber volle Suppe. Das war auch, hieß auch mal irgendwas mit German. Ja, die wissen, dass wir Deutsche sind. Ja. Oh, fuck! Haut der mich Alter, da drüber weg. Das war ein richtig geiler Move, ey. Leck mich am Arsch. Wow. Wow. Alter, Junge. 2-1 für mich. Oh. Was machst du denn da? Ja, ich mach ein... Oh, schon wieder Ring of Death. Stirb. Ah ja, ich schlag dir den Kopf an. Was denn sonst? Nein. Oh. Alter. Hey, das hat gerade geleckt. Ja, ich hab gewonnen. Das haben wir sogar beim Einspielerspiel hier leck, ey. Ich wollte gerade scheiße. Ja, also es stimmt schon, wenn Dave sagt, dass sein Internet scheiße ist. Wuhu! Oh. Nein, ja. Scheiße. 3-0, was ist los? Rotz. Oh ja, tatsächlich.
Wow, oh, 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 wow, wow, Alter, wie du schreist. Fick dich. Gleich kommt die Polizei. Der Fenster ist noch zu. Wird dir wer vergewaltigt? Tja. Ja, der blaue Spieler. Steht immer noch 3-2, ne? Nein! Also, so. Ja, trotzdem gewonnen. Alter, das war super. Boah, rutscht man hier aus auf diesem Eisdeck. Boah, Alter, volle Suppe mit dem Kopf in die Kante, ey. Leck mich am Arsch. Boah, nee, das ist schlecht. Ja, komm! 4-4! 4-4! Wer gewinnt das erste? Dave versus Josh? David versus Josh? Ja, Josh. David natürlich, genau. Nee, Josh. Oh, nein! Ja! Shit. Also 2-2. Das erste, ich wollte gerade. Nee, 2-1. Nee, 2-2. Ich habe auch schon 2. Hast du schon 2? Ah, ja, ja, stimmt. Natürlich, 2-2. Tatsache. Ach, wir, noch. Das, wir müssen das mitschreiben. Schreibt's bitte mit und schickt uns dann, wer gewonnen hat. Will der hier noch cheaten, der Assi? Ja. Oh. Du musst in das Spiel reingehen. Ah, nee, doch nicht. Nee, nee, es war nur, weil da oben jetzt gerade die Werbung aufging. Das haben die ja alle gar nicht gesehen. Ah, fuck. Boah, das war aber eng. Wow! Spine-Cutter. Ja, ja. Das ist ein Spine. Ah, das ist... der Rückgrat. Das ist nicht eigentlich Spin? Nee, nee. Egal. Spin ist, wenn du dich drehst. Alter, das wird aber genauso wie... Scheiße! Big Buster, ey. Weil in Tony Hawk heißt es Spin-Transfer und nicht Spine. Ah, 3-1. 3-1, Junge. Wow. Mongo, Junge. Wow. Awesome! Das war. Oh! Shit! Ich dachte, ich hätte jetzt gewonnen. Alter, wie lang ich da irgendwie in Rückenlage war, ey. Eigentlich müsste ich jetzt voll das Knick gebrochen haben. Hast du doch eh schon. Und. Alter! Ja, da ist das Ding! Oh Gott. 5-1 die Bude gerockt. 3-2. Ja, wir machen noch Best aus 7. Ja, noch ein. Ich kann eh nicht mehr gewinnen. Ich muss noch, natürlich. Warte mal, wie viel steht's? Alter, 3-2. Ich kann kein Mathe und ich hab nicht aufgepasst. Ich kann kein Mathe und ich hab nicht aufgepasst. In Mathe oder hier? Beides. Beides, ne? Sonst könnte ich ja Mathe. Der Jura-Student. Ja! Bam! Wie war das? Man kann nicht verlieren, wenn man oben ist, ne? Ja, bei der Ice-Map. Ah, das war nicht die Ice-Map. Das war nicht die Ice-Map. Oh, das sieht so geil aus. Nein! Die Balletttänzer hier, ey. Ich finde nur, dass sie so ein Tatütata anhaben, ne? Wie heißt das? Tütü. Tütü. Tatütata, ja. Oh nee, Alter. Die Muscle Bomb, die typische. Jetzt steht's gleich 3-3, das heißt, also, falls du jetzt hier gewinnen solltest. Ich komme wieder ran mit irgendeinem Cobra-Ding. Komm, komm, komm. Nein! Ja! Ah, 4-1. Cobra-DT. 4-1. Scheiße. Danach steht's 3-3, das heißt. Oh, oh. Nein! So, 3-3, ne? 3-3, nichts geht mir, alles ist erlaubt. So, letzte Runde. Assassin's Creed. Matchball. Wir beide sogar. Es geht. Achso, ja, stimmt. Weil es 3-3 steht und es nur bis 4 geht. Es sei denn, du gewinnst jetzt, dann machen wir mehr. Ja, klar, ne? Ja, ich muss ja. Wow! Der war geil, das war ein geiler Move. Der war also, awesome, ja. Die Moves, die sehen auch im echten Wrestling noch geil aus. Whee! Oh! Ich hab den Sieg schon riechen können. Ja, ich. Wow! Alter! Das ist so geil. Oh, nee! Zack, Facelam. Den hast du dir selber zugefügt, ne? Ich hab nichts gemacht, du. Echt? Du bist über mich weggesprungen auf einmal. Scheiße. Oh Gott. Ja, Diving DDT. Ja, macht's jetzt richtig spannend, oder? Das wird jetzt. Das steht gleich 4-4 und dann kommt. Das wäre mega awesome. Oh, fuck. Mexican. Scheiße. So, 3-3, ne? Scheiße mit der Scheiße hier, ich werd noch blöde. Komm her jetzt, nein. Yes. Letzte Runde? Ficker, vielleicht. Das ist die letzte Runde. Nee. Junge, das ist die letzte Runde. Ja, Mann. Verdammt. Da ist das Ding. Das war knapp, aber es war eng. Aber verdient. Ja, wirklich. Ich bin trotzdem gut. Ja. Ich bin trotzdem gut. Ja. So, wen fandet ihr besser? Sieger der Herzen oder nicht, oder? Schreibt es in die Kommentare. Nee, ja, gut. Okay, ich bin blöd. Ja. Alles klar, meine Damen und Herren, das war's mit der ersten Folge
von David vs. Josh. Ich glaube, wir haben das ganze Haus zusammengeschrien. Oder eher das ganze Dorf eigentlich. So ein bisschen in die Richtung. Ist ja nicht so groß. Ja, da haben wir alles. Ja, gut. Das ganze Saarland, Alter. Ja, meine Damen und Herren, das war's mit der ersten Folge von David vs. Josh. Ich muss immer noch lachen. Und wir warten auf... Warten wir? Nee, wir hoffen auf Feedback. Also schreibt uns eure... Meinungen. Ja, eher eure Bewertung auch in die Kommentare. Und? Wie ihr es fandet. Falls und ihr, Spiele, genau, die ihr uns vorschlagen. Und Spiele, wollt. Die uns... Wir, Blobby-Wolli wollten wir eigentlich machen, aber der Josh ist so scheiße in dem Spiel. Es wäre langweilig für alle anwesend. Wir haben mal eine Übungsrunde gemacht und ich habe nach einer Minute 15-0 gewonnen. Okay, nee, das stimmt nicht ganz, aber nach zwei Minuten stand es 10-0 oder so. Deswegen kommt mal Blobby-Wolli dann doch nicht machen. Schreibt uns Spiele in die Kommentare, wir werden wahrscheinlich noch WWE 2K14 auspacken. Aber vor allem auch irgendwie mal noch witzige Sachen so. Könnt ihr uns Spiele in die Kommentare schreiben und natürlich, wie ihr es fandet. Falls ihr WrestleJump jetzt awesome fandet, dann könnt ihr es gerne auch schreiben. Vielleicht machen wir das dann irgendwann wieder mal. Wer ist dafür? Das Spiel macht Spaß. Weil ich glaube, der Herr neben mir will eine Revanche. Ja. Aber wo ich natürlich verdient gewonnen habe und mit so einem Abstand besser war. Ich hatte ja gar keine Chance. 7-0. Ja, okay. gut, meine Damen und Herren, das war's mit diesem Video. Und der langen Abmoderation. Muss auch mal sein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder über eine Bewertung und wie gesagt, einen Kommentar. Würden wir uns sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Was für ein Spiel wir dann spielen, werden wir sehen. Tschüss. Ciao.